Eine Reise in die Antike, in ein Land, das Griechen kolonisiert und Römer jahrhundertelang verwaltet haben, in dem Byzanz herrschte und das die Ordensritter gegen den Islam zu verteidigen suchten. Bodrum, das Halikarnassos des Altertums. Immer noch seit König Mausolos Zeiten ist die geschützte Bucht unterhalb der Burg ein idealer Hafen- und Handelsplatz. Bauchige Motorsegler, in den hiesigen Werften wie vor Tausenden von Jahren aus zähem Pinienholz gebaut, tragen anstelle von Öl, Harz und Wein jetzt Touristen an die karischen und lykischen Küsten. Auch wer in Bodrums Marina für ein paar Tage festmacht, wird wenig Muße finden. Die Stadt ist lebendig, quirlig und die Umgebung interessant. Da ist vor allem die groß angelegte Burg auf der Halbinsel über dem Hafen, von den Ordensrittern aus Rhodos im 15. Jahrhundert errichtet, jetzt wieder gründlich restauriert und zu einem Museum ausgebaut. Die Burg, deren Bau zur endgültigen Zerstörung eines der sieben Weltwunder führte, weil Johanniter ohne die mindesten Skrupel die noch wohlerhaltenen Reste, marmorne Quadersteine und Reliefs des weltberühmten Mausoleums als Baumaterial für ihre Festung verwendeten, ausgerechnet diese Burg ist nun ein Hort antiker Funde. Bodrum ist seit einigen Jahrzehnten ein Dorado der Unterwasserarchäologie. Und so stammen einige der interessantesten Ausstellungsobjekte aus den Ladungen gesunkener Schiffe, zum Beispiel syrischer Segler, die zwischen Zypern und der lykischen Küste unterwegs waren. Natürlich gibt es eine Reihe schöner, muschelbesetzter Amphoren, aber weit ungewöhnlicher sind diese Kupferbarren in der Form ausgespannter Ochsenhäute. Sie gehörten wahrscheinlich einer Gruppe von Schmieden, die per Schiff unterwegs waren, um in kleinen Küstenorten ohne eigene Handwerker ihre Dienste anzubieten. Nicht in einem Schiffsbauch, sondern bei einer Grabung auf der Halbinsel bei Bodrum fand man die mykenische Keramik aus dem 14. bis 12. Jahrhundert. Beweise der Besiedlung durch die Mykener. Bis heute weiß niemand, wer die Karer und ihre Nachbarn, die Lykier, eigentlich waren. Herodot, übrigens ein Sohn der Stadt Halikarnassos, zitiert eine minoische Überlieferung, die sie aus Kreta kommen lässt. Sicher ist nur, dass nach dem Trojanischen Krieg die Dora in einer letzten Einwanderungswelle die Inseln Rhodos und Kos und einen Teil der südlichen Küste besiedelten. Sie gründeten um 700 einen Sechsstädtebund, zu dem auf dem Festland das karische Halikarnassos und Knidos gehörten. Später wurde auch Herakleia am Bafersee, Euromos und Milas zu Karien gezählt. Alle diese Orte sind leicht von Bodrum aus in Tagestouren zu erreichen, am bequemsten mit dem Schiff. Besonders stilvoll mit einem Bodrumer Motorsegler, der, wenn man Glück, guten Wind und eine tüchtige Mannschaft hat, unter vollen Segeln Knidos in etwa 3 Stunden erreicht. Guter Wind, das war für die Küstenbewohner der Meltemi, der Wind, den die Türken heute Meltem nennen. Ein Wind, der den Knidern seiner Zeit große Vorteile brachte. Denn dieser zwischen Mai und Ende September stetig und stark aus Nordost über das Vorgebirge wehende Wind, zwang die von Süden kommenden Segler häufig im Hafen von Knidos Schutz zu suchen und auf bessere Bedingungen für die Weiterfahrt zu warten. Zum Nutzen der klugen Knider, die ihr wesentlich weniger geschäftsträchtig gelegenes Stadtgebiet gegen Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts verlassen hatten, um an der Nordspitze des Kaps ihre neue Stadt zu gründen. Zwischen 2 idealen Naturhäfen, dem kleinen nordwestlich gelegenen Trierenhafen, dem Hafen für die Kriegsschiffe, und dem nach Südosten geöffneten größeren Handelshafen. Es ist beschwerlich, mit dem Jeep nach Knidos zu gelangen,
Mit dem Schiff ist es ein reines Vergnügen. Wie in der Antike läuft man nach der gefürchteten Umsegelung des Kaps in den Haupthafen ein und wird sogleich von Ruhe umfangen. Das Hafentheater öffnet sich einladend dem Ankommenden und von seinen Marmorstufen aus geht der Blick weit übers Meer Richtung Rhodos. Die Stadt muss wunderschön gewesen sein. Terrassenförmig, streng nach hippodamischem Plan, also mit rechtwinklig sich kreuzenden Straßen, zog sie sich den steilen Hang hinauf. Geschmückt mit marmornen Tempeln und der berühmten hängenden Halle des Sostratos, der als Erbauer des Leuchtturms von Alexandria, ein anderes der sieben Weltwunder, seiner Heimatstadt Ruhm und Ansehen beschert hatte. Aber den wahren Ruhm, den verdanken die Knieder weder dem Sostratos noch anderen gelehrten Köpfen der Stadt. Den wahren Ruhm verdankten die Knieder einer schönen Frau, der Aphrodite des Praxiteles. Das Fundament des Tempels, in dem sie mehr zur Anschauung denn zur Anbetung aufgestellt war, ist von amerikanischen Archäologen erst in den letzten Jahren freigelegt worden. Von der Statue, die wie keine andere im Altertum berühmt war, existieren nur noch römische Kopien. Zurück nach Bodrum, zurück nach Halikarnassos, der Stadt des Mausolos. Um 380 hatte der Großkönig Artaxerxes II. Die griechischen Städte an der kleinasiatischen Küste zurückgewonnen. Sie wurden erneut zu persischen Satrapien. Mausolos, als Verwalter, also als Satrap eingesetzt, verstand es äußerst geschickt, die Selbstständigkeit seines Gebietes auszunutzen, ohne das Misstrauen des Großkönigs zu wecken. Als er starb, galt er im Land als Wohltäter. Und seine Schwester Artemisia, die er nach karischem Brauch geheiratet hatte, ließ ihm zu Ehren ein riesiges Grabmal erbauen. Das Mausoleum. Einige imponierende Reste, die man bei Ausgrabungen gefunden hatte, wurden 1859 im Triumph ins Britische Museum nach London gebracht. Was übrig blieb, ist eindrucksvoll genug, eine Vorstellung von den gewaltigen Ausmaßen des Weltwunders zu vermitteln. Sein im Verhältnis geradezu winziges Abbild im nahegelegenen Milas, ein Grabmal aus dem späten 1. Jahrhundert vor Christus, gilt als gutes Beispiel für die Grundgestalt des Mausoleums von Halikarnassos. Ein rechteckiges Sockelgeschoss mit der Grabkammer, darüber eine offene Kolonnade mit Viereckpfeilern an den Ecken und einem plastisch verzierten Architrav, der sicher ursprünglich farbig gefasst war. Das Ganze überdacht von einem stufenförmigen Aufbau, den man sich von einer Skulptur oder Skulpturengruppe gekrönt denken muss. Milas, das antike Milasa, war Regierungssitz der karischen Satrapen gewesen, bis Mausolos ihn nach Halikarnassos verlegte. Sein Naturhafen schien ihm die bessere Ausgangsbasis für die Durchsetzung seines Lebenstraums zu bieten, die Hellenisierung seines Herrschaftsgebietes. Milasa verkam zur Provinz, während Mausolos sein Reich ausdehnte und die Städte an den Grenzen seiner Satrapie aufwendig befestigte. Latmos am Bafasee, von ihm ins griechische Herakleia umbenannt, ist dafür ein noch immer eindrucksvolles Beispiel. Eine 6 Kilometer lange Befestigungsmauer mit rechteckigen Türmen an strategisch wichtigen Punkten umschloss die Stadt und einen Teil des Umlands. Ihr prachtvolles hellenistisches Quaderwerk ist in großen, eindrucksvollen Teilen erhalten. Die Stadt ist fast unbekannt, Touristen finden kaum hierher. Nur gelegentlich taucht ein Wärter auf, der sich rührend, aber ziemlich aussichtslos, bemüht, einige Bauwerke zu erklären. Der Athena-Tempel auf seinem Felsenpodest braucht solche Erklärung nicht. Man sieht, dass dieser einfache Tempel bis auf das Dach und die Vorhalle gut erhalten ist und man weiß durch eine Inschrift, die inzwischen im Museum ist, dass er der Athena gewidmet war. Berühmt wurde die Stadt Herakleia durch einen irdischen, freilich einen irdischen mit innigen Beziehungen zur Götterwelt. Endymion,
Ein herrlich schöner Jüngling soll hier im Latmos-Gebirge über der Stadt in tiefem Schlaf gelegen haben, als die Mondgöttin Selene ihn sah, sich in ihn verliebte und ihn küsste. Man sagt, sie habe ihm 50 Töchter geboren. Die Inseln vor Herakleia waren im frühen Mittelalter Zufluchtsorte für Eremiten und Mönche, die von den Arabern aus der syrischen und ägyptischen Wüste vertrieben worden waren. Aber selbst die wehrhaft ummauerte Klosterinsel bot keinen Schutz mehr, als um die Jahrtausendwende die Seldschuken Anatolien eroberten. 1079 verließ Abt Christodoulos als letzter der Mönche den Bafasee. 10 Jahre später gründete er das berühmte Johanneskloster auf der Insel Patmos. Die Stadt Herakleia war schon weit früher aufgegeben worden. Damals, als aus der ideal geschützten Meeresbucht ein Binnenmeer wurde, der Bafasee. Wie für Milet, die ionische Handelsstadt, war auch für Herakleia der Fluss Mäander, Homers fleißiger Arbeiter, zum Verhängnis geworden. Die Geröll- und Gesteinsmassen, die er alljährlich aus dem Gebirge ins Tal trug, hatten den ohnehin engen Zugang zum Meer verschüttet. Herakleias Lebensgrundlage, der Hafen, war vom Meer abgeschnitten. Die Stadt verarmte und verfiel. Heute leben hier nur ein paar Fischer, die ihre nicht gerade üppige Beute im kleinen Restaurant am See anbieten. Es gibt noch einen besonderen Ort im Bafasee, einen sehr merkwürdigen Friedhof auf einer der kleinen zerklüfteten Inseln. Seine Gräber sind aus dem gewachsenen Stein herausgeschlagen. Ihre schon in der Antike von Grabräubern geöffneten schweren Steindeckel liegen wie zufällig hingewürfelt zwischen den ausgebleichten steinernen Schächten. Auch Euromos, ganz nahe an der heutigen Straße vom Bafasee nach Milas gelegen, hatte zum karischen Reich des Mausolos gehört und verdankt ihm wahrscheinlich seinen griechischen Namen. Der Zeus-Tempel, wohlerhalten wie wenige Tempel im erdbebengeplagten Küstengebiet Kleinasiens, ist freilich erst sehr viel später, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, erbaut und nie ganz fertig geworden. Inzwischen haben Grabungen gezeigt, dass er über einem hellenistischen Tempel errichtet worden ist. Ein ungewöhnlich leicht wirkender Bau, in korinthischem Stil, elegant und städtisch wirkend, trotz Olivenhain und Pinienduft. Einige der Säulen an der West- und Nordseite tragen Weihinschriften mit den Namen reicher Bürger aus Euromos. Beamten vor allem, die von den politischen Veränderungen der ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderte profitiert hatten. Karien war nun schon lange römische Provinz. Aber während sich die wirtschaftlichen Verhältnisse zunächst unter dem Druck der römischen Verwaltung verschlechtert hatten, war seit der Zeit des Augustus, seit Rom nicht mehr Republik, sondern Kaiserreich war, Karien ein neuer Wohlstand beschert worden. Auch Lykien, das Nachbarland, wurde damals kaiserliche Provinz. Aber ein großer Teil der wilden, unzugänglichen Halbinsel bewahrte sein lykisches Erbe. Die Grenzstadt Kaunos, Telmessos, das heutige Fethiye, Xanthos, Letoon, Patara und Kash am Meer, Myra, Limyra und das Felsennest Arikanda. Wenn man nach Kaunos will, muss man übers Wasser, ganz gleich, woher man kommt. Man muss also in Dalyan, einem kleinen Ort unterhalb der imposanten Bergkulisse, in deren bizarren Faltungen sich die ersten Felsengräber Lykiens verbergen, Kapitän und Boot mieten und langsam dem Ziel entgegentuckern. Kaunos galt in der klassischen Zeit als karische Stadt. Später billigte man ihr einen eigenen Status zu oder zählte sie zu Lykien. Schon Homer hatte bemerkt, die Bevölkerung von Kaunos ahmt meistenteils die Lykier nach.
Kaunos Ruf war in der Antike nicht der beste. Ein großer Teil seiner Bewohner muss krank gewesen sein, malariakrank. Eine Folge der Moskitoschwärme, die in den Schilffeldern rund um die Stadt ideale Brutstätten fanden. Der für seine Wortspiele berühmte Harfner Stratonicus schrieb nach einem Besuch, er habe nun endlich Homers Satz verstanden, gleich wie die Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Menschen. Denn alle Einwohner seien grün im Gesicht von ihrer Krankheit. Als die Kaunier wütend reagierten, rechtfertigte sich Stratonicus unverdrossen: Wie könnte ich es wagen, eine Stadt als ungesund zu bezeichnen, in der auch tote Menschen durch die Straßen wandeln? Die Moskitos sind inzwischen dank moderner Chemie ausgerottet worden. Geblieben sind die klassischen Methoden der kaunischen Fischer. Die im Frühjahr flussaufwärts in ihr Laichgebiet schwärmenden Fische werden durch Netzschleusen an der Rückkehr ins Meer gehindert. Leichte Beute für die Fischersleute. Nach der Schleuse ist es nicht mehr weit, schon erkennt man die Burg auf dem Felsen. Die mittelalterliche Überbauung des von König Mausolos angelegten Verteidigungssystems und darunter die Ruinen einer der ältesten christlichen Kirchen des Landes. Es hat unerklärlich lange gedauert, bis sich die Archäologen der interessanten Stadt annahmen. Und noch länger dauerte es, bis auch interessierte Reisende hierher kamen. Leider sind einige der neuesten Grabungsfunde im Augenblick noch hinter hohem Buschwerk und soliden Zäunen verborgen. Unterhalb der mächtigen römischen Thermen haben Professor Ögün und seine Mitarbeiter aus Ankara eine hellenistische Hafenanlage freigelegt, die in den kommenden Jahren noch weiter restauriert werden soll, bevor man sie der Öffentlichkeit präsentieren wird. Das Theater am Hang über diesen neuen Entdeckungen ist inzwischen so weit wie möglich rekonstruiert. Sein klassisch griechisches Zuschauerrund öffnet sich weit und gibt den Blick über die herabgestürzten Mauern des Bühnenhauses, über Schilffelder und Flussschleifen frei bis zur fernen Küste. Am Scheitelpunkt des weiträumigen Golfs von Phetie liegt die gleichnamige Stadt, im Altertum Telmessos genannt. Erdbeben haben dem Ort immer wieder zugesetzt. Zuletzt vor nicht einmal 30 Jahren, als alle Häuser vollständig zerstört wurden. Buchstäblich kein Stein blieb auf dem anderen. Nur den tonnenschweren Massen der telmessischen Sarkophage konnte auch das gewaltige Rütteln und Schütteln der Erde nichts anhaben. Sie blieben, wo sie seit dem Altertum liegen, unverrückbar an ihrem Platz. So baute man die Stadt einfach um sie herum wieder auf und findet sich geduldig damit ab, dass mitten im Hof oder auf dem Gehsteig einer Hauptverkehrsstraße ein ehrwürdiger Zeuge der Vergangenheit im Weg steht. In Phetie hat man zum ersten Mal Gelegenheit, die Spezialität der Lykier, ihre sehr unterschiedlichen Grabformen aus der Nähe zu studieren. Gleich neben dem Gemeindehaus findet sich ein besonders gut erhaltenes Beispiel für einen Spitzbogensarkophag. Das hochgewölbte Dach erinnert an einen umgekehrten Bootskörper mit langem, schmalen Kiel. Die viergeteilten Dachfronten, seine Seiten und der kielähnliche Kamm sind mit Reliefs geschmückt. Gruppen und lange Reihen bewaffneter Krieger offensichtlich auf dem Weg in die Schlacht. Spitzbogensarkophage tauchen in Lykien um etwa 400 vor Christus auf. Als dann Mausolos seinen Herrschaftsbereich hellenisierte,
beginnen auch hier griechisch beeinflusste Formen langsam die heimischen zu verdrängen. Vor allem die Felsengräber werden nun mit Fassaden ausgeschmückt, die ionischen Tempel nachgebildet sind. Viele von ihnen sind als ganze Quader aus den Felswänden herausgemeißelt, sodass man um sie herumgehen kann. Aber leider liegen die meisten so hoch, dass sie ohne Hilfsmittel nicht zu erreichen sind. Eines der schönsten Gräber hier in Phetie ist allerdings zugänglich. Es wird das Grab des Amyntas genannt, nach einer griechischen Inschrift. Seine beiden Seitenwände, die Anten, stützen gemeinsam mit zwei ionischen Säulen das Gebälk und den Giebel, der farbig bemalt gewesen sein muss. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick über den Golf und die neue Stadt. Man sollte in Phetie unbedingt für einige Tage Quartier nehmen. Es gibt Hotels und Pensionen, das Wasser der Bucht ist klar und warm und die Straße zu den nächsten archäologischen Zielen, alle nicht weiter als etwa eine Fahrstunde entfernt, ist in den vergangenen Jahren perfekt ausgebaut worden. Sie führt durch eine der schönsten Landschaften der Türkei. Lykia führte Sarpedon zum Kampf und der rühmliche Glaukos, fern aus Lykia her von des Xanthos wirbelnden Fluten. So beschreibt Homer die Ankunft der lykischen Streitmacht, die unter Führung des Zeus-Sohns Sarpedon den Trojanern zur Hilfe eilt. Jetzt, im Spätsommer, wirbelt der Xanthos allerdings nur mit halber Kraft dahin. Und unterhalb der Stadt, die seinen Namen trägt, gleicht er eher einem sanften Gewässer der Ebene, denn einem gefährlich reißenden Gebirgsfluss. Das antike Xanthos muss wohlhabend gewesen sein. Das hören wir im 5. Gesang der Ilias, als Pandaros erzählt: Auch nicht habe ich die Ross und ein schnelles Gefährt zu besteigen, sondern ich ließ in Lykaons Palast 11 zierliche Wagen, stark und neu von Künstlern gefügt, mit Teppichen ringsum überhängt, und bei jeglichem stehen zweispännige Rosse müßig, mit nährendem Spelt und gelblicher Gerste gesättigt. Im Jahre 1838 betrat der später berühmte Sir James Fellowes zum ersten Mal durch das Vespasianstor die Ruinen von Xanthos. Gewiss noch ohne zu ahnen, welchen Schatz an Altertümern er in der so oft zerstörten alten Stadt entdecken sollte. Die fast vollständig aufgefundenen Überreste des herrlichen Nereidenmonuments, dessen Sockel verloren unter dem strahlenden Himmel liegt, brachte er damals zur Freude aller archäologisch Interessierten nach London ins Britische Museum. 30 Jahre nach dem Einzug der Elgin Marbles, der berühmten Parthenon-Skulpturen, die das Zeitalter der europäischen archäologischen Sammlungen eröffnet hatten. Es blieb damals wenig in Xanthos an Ort und Stelle, wie zum Beispiel das Theater, das freilich auch als römisches Bauwerk keinen besonderen Seltenheitswert besitzt. So ist es fast ein Wunder, dass man auch heute noch mit Gewinn durch die inzwischen von französischen Archäologen gründlich erforschten Anlagen spazieren kann. Es blieb zum Beispiel der Obelisk genannte Sockel eines ursprünglich 8 Meter hohen Pfeilergrabes, der eine ausführliche lykische Inschrift trägt und dazu eine Kurzfassung des Textes in Griechisch. Auch die beiden sehr interessanten Gräber gleich neben dem Theater ließ Fellows damals an Ort und Stelle. Die Reliefplatten nahm er allerdings mit. Nun, für Fellows und seine Zeitgenossen spricht, dass sie sich des künstlerischen und historischen Wertes der Altertümer durchaus bewusst waren. Für die Baumeister der Byzantiner, die Nachfolger der Römer an der kleinasiatischen Küste, gilt das nicht. Sie rissen unbekümmert ab, was ihnen im Weg war, und zögerten nicht, ganze Giebel und Friese als Baumaterial zu verwenden. Auch in den Resten der Basilika, die am Weg zur alten lykischen Nekropole liegt, hat man dafür Beispiele gefunden. Daneben aber auch sehr schön erhaltene byzantinische Mosaikböden.
Weit über der Theaterebene überragt das höchste der eigenartigen Pfeilergräber die Totenstadt. Auf einem Stufenpodest, das aus dem gewachsenen Stein gearbeitet ist, steht eine 6 Meter hohe monolithische Stele. Sie trägt das eigentliche Grab, einen steinernen Kasten mit überkragendem flachen Deckel. Vorsorge für das Leben nach dem Tode. Das war für die Lykier wichtig, wie das Leben selbst. Wichtig war vor allem, dem Leib des Verstorbenen ein gut geschütztes, dauerhaftes Gehäuse zu bieten. Wichtig war auch, den Sirenen, den geflügelten Vogelfrauen der Mythologie, ihre Aufgabe zu erleichtern, denn sie trugen die Seelen der Toten in Gestalt von Kindern zu den Inseln der Seligen. Um diesen Geisterwesen entgegenzukommen, ließ man die Pfeilergräber in den Himmel ragen, hüllte die Felsenwände bis unter die Gipfel aus und stellte selbst die erdgebundenen Sarkophage auf hohe Sockel oder in Nekropolen über der Stadt. In Xanthos, der immer wieder von Feinden, Feuersbrünsten oder Belagerungen verheerten Stadt, war nichts so dauerhaft wie der Ort der Bestattungen. Die lykische Umfassungsmauer der Nekropole aus schön behauenen polygonalen Steinen wird später durch das gleichmäßige Quaderwerk der hellenistischen Zeit ergänzt. Und noch die Byzantiner haben die Mauer immer wieder ausgebessert, nun mit einfachen mörtelverfugten Feldsteinen. Erst als im 7. Jahrhundert die Araber ihre Eroberungszüge bis Kleinasien ausdehnten, verließen die Bewohner ihre Stadt. Xanthos verfiel und war vollkommen vergessen. Bis eben jener, Sir James, nach gründlichem Quellenstudium kam und die Trümmer unter dem wuchernden Gestrüpp als die Reste der reichen lykischen Metropole erkannte. Es war reiner Zufall, dass damals der Quartiermeister des Schiffes, das die Skulpturen und Sarkophage aus Xanthos nach England bringen sollte, das nahegelegene Letoon entdeckte, das Heiligtum der Göttin Leto, das Bundesheiligtum des lykischen Volkes. Ovid erzählt seine Geschichte. Leto war mit ihren Kindern, den von Zeus gezeugten Zwillingen Artemis und Apollon, auf der Flucht vor der eifersüchtigen Hera, als sie an einen See kam und die Landleute dort um Wasser für sich und ihre Kinder bat. Aber die ängstlichen Bauern sprangen im Wasser umher und wirbelten seinen Grund auf und das Wasser wurde trüb. Da verwandelte die verzweifelte Leto die Menschen zur Strafe in Frösche, auf ewig dazu verdammt, im morastigen Sumpf zu quaken. Während der Grabungen in den vergangenen Jahren wurde in einem der 3 hellenistischen Tempelfundamente neben dem Nymphaion ein sensationeller Fund gemacht. Eine Trilingua, eine dreisprachige Inschrift, die es nun wohl endlich erlauben wird, die bisher nicht lesbare lykische Schrift zu entziffern. Vielleicht wird es dann auch gelingen, die Tempel selbst genauer zu bestimmen. Bisher weiß man nur, dass sie Leto, Artemis und Apollon geweiht waren. Apollons lykisches Heiligtum lag nicht weit entfernt in Patara, das heute malerisch in den Sanddünen versinkt. Den Lykiern war natürlich bekannt, dass die Hauptorakelstätte des Gottes Delphi war. Aber man hatte einen klugen Kompromiss gefunden. Während der heißen Sommermonate gönnte man dem Gott das frischere Klima von Delphi und Delos. Dafür bot Patara seine milden Winter. Und so soll es dem Gott gefallen haben. Noch ein anderer Name ist mit Patara verbunden. Der heilige Nikolaus, der Weihnachtsmann unserer Kinderzeit, ist hier zur Welt gekommen. In Myra soll er bestattet sein. Seine Grabkapelle, immer wieder zerstört, um- und überbaut, ist heute ein Wallfahrtsort für Christen aus aller Welt. Aber nicht nur der heilige Nikolaus zieht die Reisenden aus der Fremde an. Myras Felsennekropole ist die berühmteste ganz Lykiens. Dabei war die Stadt im Altertum weder besonders bedeutend noch reich. Sie gehörte zwar nach Strabons Zeugnis zu den 6 großen Städten im lykischen Bund, wird aber sonst bis in die römische Kaiserzeit nirgends erwähnt. Myras Felsengräber,
vor allem die der sogenannten Seenekropole, sind eine staunenswerte Versammlung aller uns bekannten lykischen Grabformen in oft wunderbarer Vollkommenheit. Sie sind über aus dem Stein herausgeschlagene Treppen leicht zu erreichen. So lässt sich ein Ensemble von Felsreliefs, die um ein Familiengrab herum angeordnet sind, in allen Details ganz aus der Nähe betrachten. Szenen aus dem Familienleben bis zum Tod des Vaters und seiner Aufbahrung. Die sehr unterschiedlichen Hausgrabtypen, einfache und prunkvolle Formen, haben alle gemeinsam, dass man ihnen ihr eigentliches Vorbild, das lykische Holzhaus, noch sehr genau ansehen kann. Aus den das Dach tragenden Rundhölzern entwickelte sich später der steinerne Zahnschnitt und aus dem hölzernen Fachwerk wurden steinerne Kassettenwände und Decken. Die meisten der Gräber in den Felswänden hinter dem Theater aus der Kaiserzeit sind zwischen dem 4. und 2. vorchristlichen Jahrhundert entstanden. Das einzelstehende, noble Grabhaus an der Straße von Myra nach Kasch ist dagegen jünger. Die wohlproportionierte Eleganz des Quadermauerwerks, die malerischen korinthischen Kapitelle und der leichte Giebel weisen es als ein Gebäude des 2. Jahrhunderts nach Christus aus, dieser glücklichen Zeit für die kleinasiatischen Küsten, in denen Friede herrschte und man in Freizügigkeit von den Küsten Afrikas nach Großbritannien und von Andalusien bis zum Euphrat reisen konnte. Heute preisen die Leute aus Kasch sich schon glücklich, dass sie zwischen der griechischen Insel Castellorizo und ihrem Städtchen wieder hin und her fahren dürfen. Jahrzehntelang war die natürliche Zusammengehörigkeit der beiden Gemeinden unterbrochen, zum Schaden für beide Seiten. Natürlich war Kasch besser dran. Es liegt in seiner ideal geschützten Hafenbucht malerisch und wohlgepflegt, wie die schönsten Orte an der europäischen Riviera. Und dazu besitzt es noch eine Reihe wohlerhaltener Zeugen seiner lykisch-griechischen Vergangenheit. Wenn auch nicht mehr so viele wie noch vor 100 Jahren, als ein Leutnant der englischen Marine im Dienst des Sir Fellows hier im Ort auf der Suche nach transportablen Altertümern immerhin 100 Sarkophage zählte. Ein besonders schöner, mit Spitzbogendach, liegt noch immer mitten in der Straße, auf hohem Sockel, erhaben über allem Dorfgetümmel. Selbst die Tragbossen, rechts und links des schweren Deckels als Löwenköpfe ausgebildet, sind gut erhalten. Auch das kleine griechische Theater über der Bucht, wie alle griechischen Theater an einer landschaftlich besonders reizvollen Stelle erbaut, hat gut anderthalb Jahrtausende wohlerhalten überstanden. Aber Kasch hat noch einen weiteren Vorzug. Es ist der ideale Ausgangspunkt für einen Besuch der antiken Stadt Limyra, dem Grabungs- und Forschungsgebiet von Jürgen Borchardt, der mit seinem türkisch-deutsch-österreichischen Team seit 8 Jahren hier arbeitet. Für die Griechen war Lykien ein märchenhaftes Land, voller Mythen. Hier vollzogen sich die Taten des Bellerophon. Es war aber auch ein Land, das für die Griechen erstaunlich war aufgrund der Höhe ihrer Baukunst. Schon Perseus soll seine kyklopischen Baumeister aus Lykien hier geholt haben, die dann später in der Peloponnes die Burgen von Tyrens und Mykene errichtet haben. Und einen solchen kyklopischen Bau, den vermuten wir in unserer jetzigen Grabung hier unten, in den wir hineinschauen. Dort steht ein 4 Meter hoher, möglicherweise 9 Tonnen schwerer Türleibungsstein, der zu einer Toranlage gehört haben muss, die entweder das südliche Stadttor der lykischen Stadt darstellte oder aber das südliche Tor einer unteren Akropolis oder sagen wir genauer einer unteren
Burganlage. Hier sind die Grabungen noch nicht so weit, dass wir eine klare Aussage machen könnten. Nur eins können wir sagen, dass wir in der Tiefgrabung heute Scherbenmaterial gewonnen haben, das uns zeigt, dass Semori, wie auf Lykisch die Stadt Limyra hieß, eine Vergangenheit gehabt haben muss, die bis in die Zeit der griechischen Mythen zurückgeht. Limyra hat eine besondere Bedeutung, weil hier im 4. vorchristlichen Jahrhundert die Residenz eines lykischen Königs entstand, namens Pirikles. Von diesem Pirikles ist 1969 oben auf dem Berg die Überreste seines Grabmales gefunden worden, das sich bis ins Detail rekonstruieren lässt. Es ist zwar beschwerlich, den steilen, schattenlosen Berg hinaufzusteigen, und leider ist es auch nicht ganz einfach, den richtigen Einstieg zu finden, aber oben entschädigt ein ungehindert weiter Blick über Land und Meer. Zu den Skulpturenfragmenten und Teilen aus dem Sockelfries des Heroons, die noch hier oben liegen, erzählt Professor Borchardt. Bedeutsam die Karyatiden, der große Reiterzug, der uns den Wagen besteigenden Herrscher zeigt und in der Mitte seinen Dienstherrn, den damaligen Großkönig der Iraner, den Artaxerxes, den Dritten. Wir müssen uns hier in Limyra eine Residenz vorstellen in der Art eines Satrapensitzes. Und in diesem Zusammenhang kann man darauf hinweisen, dass wir leider bisher in ganz Kleinasien die großen Herrschaftszentren und Sitze noch nicht erforscht haben. Wir würden gerne wissen, zum Beispiel, wie der Palast des Mausolos, eines Zeitgenossen des lykischen Königs Pirikles, ausgesehen hat. Wir kennen also sowohl in Bodrum Halikarnas als auch in Limyra bislang nur ihre Gräber, die sehr berühmt geworden sind. Nicht zufällig nimmt man in der Forschung an, dass das Wort Mausoleum für das berühmte Augustus-Mausoleum über den Tod des Gaius Caesar nach Rom gelangt ist und kennzeichnend und bestimmend wurde für prunkvolle fürstliche Bestattung. Die Lykier waren Terrassenhocker, sagt Borchardt B., wie seine Mitarbeiter Professor Borchardt respekt- und liebevoll nennen. Und Terrassenhocker waren mit Sicherheit die Leute aus Arikanda. Die Stadt gehörte zum Herrschaftsbereich des Satrapen Pirikles. Das beweisen einige Münzfunde, die frühesten Funde in diesem Gebiet überhaupt. Dass Arikanda aber weit älter ist, das beweist der Name, der rein lykisch ist. Bei George E. Bean, dem großen englischen Türkeiforscher, erfahren wir, dass der Charakter der Arikander leider ganz und gar nicht der Schönheit ihrer Umgebung entsprach. Sie waren wegen ihrer Verschwendungssucht, Trägheit und Vergnügungssucht dauernd hoch verschuldet und daher erpressbar. Als der Syrer Antiochos III. Im Jahr 197 vor Christus versuchte, Lykien dem Ptolemäern zu entreißen, schlugen sie sich auf seine Seite, in der Hoffnung, so ihren Verpflichtungen entgehen zu können. Ob sie damit Erfolg hatten, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass die Stadt ein Mitglied des Lykischen Bundes wurde, bis Claudius ihn im Jahr 43 nach Christus auflöste. Von da an gehörte Arikanda, wie ihre lykischen Schwesternstädte, zur römischen Provinz. Arikandas Ruinen sind Zeugnisse dieser letzten großen römischen Epoche. Ein schön gearbeiteter Türfries gehört zu einem der stattlichen Gräber, die damals oberhalb der großen Thermen errichtet wurden. Wahre Grabhäuser, innen mit Ruhebänken ausgestattet, auf denen die Angehörigen sich zum Festmahl für den Verstorbenen lagerten. Aber das eigentliche Arikanda erschließt sich erst, wenn man den steilen Berg hinaufgestiegen ist, vorbei an verfallenen Treppenanlagen, um zum Stadion zu kommen.
Hier hat man fast das Gefühl, in Delphi zu sein. Hier wie dort die gleiche extreme Situation. Unterhalb einer schroffen Wand, dem Berg abgetrotzt, die Bahn für die Athleten. In Arikanda allerdings unerklärlich kurz. Und darunter das Theater, in rein griechischer Form entworfen, weit geöffnet dem grandiosen Blick ins Tal. Das Theater ist wahrscheinlich nie ganz fertig und nie bespielt worden. Man erkennt es an den Einfassungen der Treppen, aus deren gebauchten Steinformen erst noch die klassischen Löwenpranken herausgemeißelt werden sollten. Man erkennt auch den Grund für die Unterbrechung der Bauarbeiten. Ein riesiger Felsbrocken war aus der Wand oberhalb des Stadions herausgebrochen, hatte die marmornen Stufen zerschmettert und wahrscheinlich Menschen getötet. Das wird man als Omen betrachtet haben. Übrigens ist die Felswand bis heute gefährlich geblieben. Sie ist stark wasserhaltig und wenn es hier oben im Winter friert, werden immer wieder Teile herausgesprengt. Noch die türkischen Archäologen, die in den vergangenen Jahren hier gearbeitet haben, hatten darunter zu leiden. Vielleicht beweist die Ortswahl den Leichtsinn der Leute von Arikanda. Sicher lässt sich noch heute an ihren großzügig angelegten Plätzen und Terrassen ihre Vorliebe für den Müßiggang und für die Beschäftigung mit den schönen Künsten ablesen. Die Agora mit dem prachtvollen Blick über die untere Stadt war nicht nur Versammlungsort und Einkaufszentrum für die Bürger. Gleich hinter ihrer Umfassungsmauer verbirgt sich ein Odeon, ein schön proportionierter Konzertsaal, der sehr an das Odeon von Priene erinnert. Nur ist er leider weit gründlicher zerstört. Als die Byzantiner die Herrschaft in Lykien übernahmen, ging es mit dem Reichtum Arikandas zu Ende. Eine groß angelegte Basilika verfällt, die Stadt verarmt und wird verlassen. Homer lässt seinen lykischen Helden Sarpedon sagen: Gleich wie die Blätter im Walde, so sind die Geschlechter des Menschen. Blätter verweht zur Erde der Wind nun. Andere treibt dann wieder das knospende Holz, wenn neu auflebt der Frühling. So der Menschengeschlecht. Dies wächst und jenes verschwindet.